So, herzlich willkommen zum neuen Video. Diesmal geht's auf dem Caminito de Rey. Ein Wahnsinns-Durchgang durch Felsspalten in riesiger Höhen. Ja, ihr werdet es sehen und es hat Spaß gemacht, aber eben auch die Angst war dabei. Okay, dann gleich geht's los. So, jetzt geht's zum Camino de Rey. Wunderschönes Tal hier. Man kann auch sagen Caminito de Rey. Und da gehe ich hinauf. Ach du Scheiße. So, da drüben sieht man jetzt den Camino de Rey. Und der Wasserfall. Hey, da kann man durchlaufen. Leute, was mache ich bloß wieder? Ich hab doch Höhenangst. Da scheiße ich mir in die Hosen, du. Eieieiei. Ja gut. Guck ich mir halt den See an. Das entspannt, glaub. So, ich bin jetzt auf dem Camino de Rey. Durch den Tunnel schon. Kommt der nächste Tunnel und dann geht es dann erst richtig los mit der Höhe. Ja, mal schauen. Da ist der Stausee. Man sieht ihn ein bisschen unten. Und hier geht es in den großen Tunnel. Man kann einerseits um den Berg rumlaufen oder eben durch einen kleinen Tunnel. Das ist eine Abkürzung. 2,7 Kilometer geht es um den Berg. Oder durch diese Tunnel, keine Ahnung, ist ein bisschen weniger. Hinterhalb vom Tunnel ein paar schöne Höhlen. Due to the risk of rock falls, you must wear your helmet all the time. And this means if you're going to take a picture or a selfie, you must show yourself with a helmet on your head, please. Third, if you have any kind of long objects, you have to keep them on your backpack. And last of all, you're going to walk 5 kilometers from here to the exit. Please, do not leave the main path. Okay. At the end you will find some boxes where you can drop your helmet. You will find the trash cans and the bathrooms, because inside there is nothing of this. And finally you will find the shuttle bus. The shuttle bus takes you back to the restaurant El Kiosco. So, jetzt geht's los. Er hat uns durchgelassen. Und wir sind am vordersten Front. 5 Kilometer geht der Weg. So, und wie ihr seht, gibt es einen Helm. Könnt ihr mal einen Stein runterfallen. Und ja, jetzt sieht man schon rüber, es geht da durch die Schlucht. Also, Höhenangst muss man wegstecken. Ich habe sie, wisst ihr ja. Aber ich versuche, mich nicht von der beeinflussen zu lassen. Leichter gesagt, okay. Da ist der alte Weg. Und das da hinten ist der neue, neu gebaut. So, und ab da gilt's ernst. Es gibt ein Zurückkommen, die Tür ist offen. Da ist der alte Weg auch, vermutlich. So, das ist der Einstieg. Wir sind drin. Blick nach unten, Wahnsinn. Auch hier, wenn ich es lesen will, müsst ihr halt schnell stoppen. Also das sind etwa 60, 70 Meter runter, schätze ich. Sieht schon krass aus. Und hier geht es durch diese Felsspalte.
So, das ist der Camino. Früher war der 2 Meter unterhalb, habe ich gelesen. Und dann haben sie den neuen gebaut, 2 Meter oberhalb. Konnten sie den alten Weg noch brauchen für die Bauzeit. Ja, das sieht jetzt alles nicht so schlimm aus. Meine Höhenangst, die schlägt nicht aus, zum Glück. Zumindest fast nicht. Aber wenn man da so runter guckt, scheiße, ist halt schon Wahnsinn. Also da hinten ist der alte Weg. Hä? Der wird es irgendwann mal weggespült haben. Und wir gehen jetzt weiter auf dem neuen. Das Ganze ist natürlich ein riesen touristisches Highlight. Da kommen so viele Leute. Wir haben jetzt Glück, sind wir ziemlich zuvorderst. Und die große Meute ist hinter uns. Also sie haben das schon ziemlich sicher gebaut. Ah, da ist eine Taube. Ja. Ein Täubchen. Sieht fantastisch aus. Wenn man da mit dem Kanu durchkäme, wäre natürlich toll, geht aber nicht. Aber es sieht extrem aus. Da ist hinter uns. Das war mal Stromleitungen offenbar. Hä? So, jetzt haben wir wieder sicheren Boden. Puh. Hier unten der alte Weg. Oder er geht einfach runter, keine Ahnung. Nicht passierbar, gesperrt. Sicher aus gutem Grund. Und es windet jetzt. So, jetzt windet es extrem da. Die Luft zieht richtig durch. Und da geht der Weg runter. Und wir genießen jetzt den Ausblick. Für die Vögel natürlich ein riesen Paradies. Wahnsinn. So alte Technik. So, jetzt geht's runter und Blick zurück. Das ist der Wahnsinn. Also das Ganze ist jetzt absolut sicher. Da laufen auch Tausende draus oder durch. So, nochmal Blick zurück. Diese gigantischen Felsen. Es ist der Hammer. Jetzt geht es wieder vorwärts. Hä? Da drüben ist übrigens die Eisenbahn. Links. Geht da durch einen Tunnel. Oh, da geht's durch einen Tunnel weiter. Keine Ahnung, das ist eine Abkürzung. Wir gehen außen rum. Also der Tunnel, der kommt da auch gleich ein paar Meter später wieder raus. Das ist nur eine kleine Abkürzung. Für was das gut ist, weiß ich nicht. Und das ist natürlich das Wichtigste, immer wieder diese Seifenspender, um die Hände zu waschen. Ja, Wahnsinn, hä? So, nochmal Blick zurück. Die Felsen. So.
So, nächste Sicht geht weiter da durch. Da ist eben die Eisenbahn. Das Ganze ist absolut sicher gebaut. Kann nichts passieren. Also da geht auch mit Höhenangst. Also zumindest bis jetzt. Da gibt es wieder einen Weg runter. Natürlich von früher. So, alte Mauer. Hier gibt es ein Aquadukt durch den Felsen durch. Deswegen ist auch diese Mauer erstellt. Das war die Wasserversorgung für das nächste Dorf offenbar. So, nochmal ein Blick zurück. Da ist eben das Tunnel für die Eisenbahn und die gewaltigen Felsen. Hier der Kanal, aber hier ist er unterbrochen. Also der Weg wurde schon im 19. Jahrhundert gebaut, wie ich jetzt erfahren habe. Und ursprünglich um die Wasserkraft zu nutzen und um das ganze Transportmaterial da nach hinten zu tragen, musste man auch einen Weg machen. Ja, und als das gestanden hat, ist auch der König durchgelaufen, darum heißt es heute Camino del Rey. Und später wurde der Weg dann auch benutzt, für die zwei Dörfer miteinander zu verbinden. Also die Einheimischen sind da durchgelaufen, so eben auch die Schulkinder zur Schule zu gehen. Auf diesem Weg, damals war der natürlich noch nicht so gut wie heute. Aber überall sind da alte Spuren. Da ist vermutlich noch eine Bahnstation gewesen. Konnte man ein- oder aussteigen, wer weiß. Da kann man kurz Pause machen, für die das wollen. Nochmal einen Blick zurück. So, der Wind bläst wieder von hinten zum Glück und das ist gigantisch. Übrigens, das waren keine Strommasten, indirekt schon, das waren Belichtung. Ganz früher die Belichtung, die man oberhalb gesehen hat, diese Eisendinger, ganz am Anfang vom Video. Das war also die Beleuchtung. Hä? Einfach zumal euch die Dimensionen geben. Hier reden wir dann schon mal von über 100 Meter, die es da runter geht. Da immer noch die Eisenbahn, die geht jetzt in den nächsten Tunnel rein. Gewaltige Schlucht, hä? Ja, es ist gewaltig. Rechts im Berg immer noch der Kanal, der gewinnt immer mehr an Höhe und diese Wasserkraft hat man ausgenutzt. Wieder ein Seifenspender, das muss man natürlich machen, alle paar Meter. So, sieht toll aus. Also, das geht alles noch bis da hinten durch. Jetzt sind wir wieder mal auf sicherem Boden. So, hier natürlich die Covid-19-Informationen. Wichtig, Helme tragen. Ne? Gut, dann wissen wir das auch. So, da haben wir wieder den Kanal. Das war der Grund, warum das Ganze gebaut wurde. Da ist einer, der aufpasst. Oder auch nicht. So, wir sind also mittendrin. Auf festem Boden. Und zwischen diesen zwei Schluchten da vorne ist dann die nächste, die passieren wir noch. Gibt es ein weites Gebilde mit Wald und einfach Platz wieder. Und dann wird es wieder eng. So, da kommt der Kanal wieder. Und ein bisschen Wasser fließt. Kleine Oase. Also Pause machen kann man auch immer wieder.
Ja, und ich kann euch sagen, bis jetzt habe ich kein einziges Mal Höhenangst gehabt. Aber ich hatte Tiefenangst, weil da geht es tief runter. Wahnsinn. Und mittendrin sind da, die sind nicht mal scheu, sind da Gämsen. Vermutlich Gämsen, ich weiß es nicht. Die sind nicht mal scheu. Da hinten ist noch eine. Ja, so cool. Also, irgendwelche Gämsen, irgendwas. Ja. Ihr wisst es besser wie ich. Aber schön, mal die live zu erleben. Die haben auch nicht so Angst. Hier gibt es keine Jäger und auch keine Hunde. Nur Menschen. Tja, Rauchen ist dann auch verboten. Hä? Aber sowieso nicht so gesund beim Laufen. Ich rauche ja sowieso nicht. Einfach herrlich, das Tal da. Immer wieder die Eisenbahn da. Vielleicht kommt noch ein Zug, wer weiß. Infotafel, wir sind in der Mitte. Nochmal so viel. Ja gut. Da gibt es noch einen Vogel. Wo ist er? Schwer. Oh, herrlich. Da jetzt. Jetzt sehe ich ihn und ihr auch. Geil. Und tschüss. Also das ist jetzt geil, also wieder die Covid-Informationstafel. Also auch von oben muss man 2,5 Meter Abstand haben und von unten auch, das ist natürlich sehr wichtig. He? Und sogar Maske obligatorium, wobei hier keine eine trägt. So, da ist der Kanal wieder. Aber da fließt nichts mehr. Hola! Hola! Hier gibt es, glaube ich, sogar einen kleinen Hubschrauberlandeplatz, für die es nicht bis zum Ende schaffen. He? Wow, schaut euch dieses Loch an. Und dahinter ist der Weg wieder. Jetzt geht es wieder in die nächste Schlucht. Rechts der Kanal, der ist ausgetrocknet. Schade, nützt man den nicht mehr. Ja, und ich gehöre jetzt offiziell zu den Blauhelmen, weil mit dem schütze ich mich jetzt vor Steinschlag. So, jetzt geht es sogar mal in den Kanal rein. He? Da oben eben, das waren die Laternen für den Weg. Aber der war natürlich nicht hier unten. Was für ein Glück, jetzt kommt der Regen, was für ein Segen. So, wir haben sogar Glück, das Wetter hat zugemacht, ein Gewitter kommt, Regen kommt, ich spüre schon die ersten Tropfen. Action ist immer schön und jetzt schauen wir aber das Ding an, hey, das ist gewaltig. So, ganz alleine sind alle weg. Ich bin, glaube ich, der Letzte. Und jetzt geht's wieder los auf dieses Gerüst da. He? So, da gibt es vermutlich eine Abkürzung, die gesperrt ist. Für den Notfall, wir gehen oben durch. Ach, das müssen wir noch mal ansehen. Wunderbares Tal, Blick zurück. Von da hinten sind wir gekommen. Schön. Ja, das ist gewaltig, es windet und meine Tiefenangst schlägt ein bisschen zu, muss ich zugeben. Oh, tut mir leid wegen Geräusche, ich habe mein Mikrofon dabei mit Windschutz, aber manchmal windet es so stark. Ja, jetzt bin ich da in der Ecke, oh Gott, wenn ich das so anschaue, muss ich da weg. Ja, geht schon tief runter.
Ja. Aber es ist wunderschön. Da waren eben die Laternen. Oh, der Wind auch noch von hinten. Ey. Oh, ich sag's dir, ey. Jetzt windet's noch. Jetzt bläst mich zum Glück ist er von hinten. Ey. Ah. Das muss man aushalten können. Ach du Scheiße, du. Also, windstill, wieder ein Loch gefunden. Eisenbahn, es ist gewaltig, das Aussehen. Herrlich. So, da seht ihr jetzt den alten Weg. Der war unterhalb. Und das geht dann natürlich besser zum Bauen. Ja, am Schluss sind da nur noch Kletterer durch. Oh, jetzt kommt wieder Wind. Komisch, ich bin da eigentlich in einer Ecke drin. Ja, vom Tunnel da vielleicht. Eben am Schluss sind da nur noch Kletterer durchgegangen auf dem alten Teil da, ab und zu da ein Loch. Das wurde lange benutzt, nur die Kletterer natürlich, weil man musste sich da natürlich anseilen. So, wir gehen weiter. Ja, das lohnt sich schon. Aber ja. Wissen muss man seine Angst überwinden. Hier gibt es auch immer wieder Aufpasser, die im Handy beschäftigt sind. Hallo. Ab und zu Windböen. Ach du Scheiße. Gar nicht so einfach mit Höhenangst. Uff. Und hier. Oh. Hier windet's und das ist die Rettung! Ein Seifenspender! Mann, hey! Ich brauche jetzt eher ein Seil wie das Teil. Ich meine, das Ganze ist natürlich eine andere Nummer, wenn dann da noch Sturm ist, Wind ist. Im Moment ist es gerade gut. Jetzt laufe ich auch mal da drauf. Ah, oh, Scheiße, ich habe eine Höhenangst. Ich habe eine scheiß Angst. Wenn der Helm wegfliegt. Es windet einfach zu fest, Mann. Aber. Ja. Ich habe es geschafft. Oh Gott, guckt euch das an, hey. Das ist ja gewaltig. Ich habe schon in die Hosen geschissen. Tut mir leid. Aber er riecht ja nicht. Aber schön. Jetzt sind wir dann bald draußen. Und ja, ich habe eine scheiß Angst, ihr merkt es. Vor allem wenn es windet, das setzt einem zusätzlich einen zu. Hat man das Gefühl, der Wind bläst einem weg. Oh Gott, das ist ja gewaltig. Ich habe schon in die Hosen geschissen. Aber er riecht es ja nicht. So, da windet es nicht. Und wenn es nicht windet, dann hat man gleich wieder gute Gefühle. Aber an gewissen Stellen, da zieht der Wind durch. Zumal es dann noch bewölkt ist. Aber das ist schon geil. Guckt euch das an, da kommt die Eisenbahn schnell raus und verschwindet gleich wieder. Da in dieser Spalte, oben noch ein kleiner Schutz. Es ist nur gewaltig.
So, jetzt geht es noch rechts darum, darüber und dann geht es weiter. Geht nicht über diese Brücke offenbar. Und jetzt machen wir noch einen Blick oder nehmen wir uns noch einen Blick darunter. Boah. Krass, hä? Das sind wie Steinplatten. Und zwar vertikal. Da sieht man auch den alten Weg wieder. Ja, der hatte früher, ich glaube, gar kein Geländer. Also da muss man schon Eier haben. So, jetzt gehen wir in diese Gletscherspalte. Nein, Gletscher ist es nicht, Felsspalte. Da ist der Kanal wieder. Da auch eine riesen Spalte. Hey. Der Hammer. Gucken wir noch runter. Wahnsinn. So, wieder andere Seite. Phänomenal, hä? Die Natur, gigantisch, wie es nie, kein Mensch kann sowas machen. Das ist unmöglich. Das schafft niemand, das schafft nur Gott. Diese Platten, das ist der Hammer, du, bis die mal so gestanden sind, die waren vermutlich mal flach und dann mussten Riesenkräfte gewirkt haben. Ah, es geht doch darüber, hä? So eine Art Hängebrücke. So, jetzt bin ich oben, da ist der Wasserkanal. So, jetzt müssen wir da irgendwie drüber kommen, hä? Die Frage ist, wie, vielleicht trägt er mich rüber. Aber wir werden sehen. Oh Scheiße! Also das ist jetzt eine Nummer. Du kannst nicht, wenn du jetzt nach unten schaust, ist schlecht. Du kannst nach unten füllen, aber ich würde nicht nach unten. Also Hirn abschalten. Hirn abschalten, nicht nach unten schauen. Und durch. Fuck ey. Oh, die wackelt noch. Die wackelt. Ja gut, auf der anderen Seite ist das Ding, ja, ich meine, guckt euch diese Drähte an. Sollte ja halten. Und ich schaue jetzt trotzdem runter, guckt euch das an. Ich bin mittendrin. Wunderbare Aussicht. Der alte Weg. Ach Gott, hey, und dann windet es noch. Hey. So, ich hab's geschafft. Ja, die hat keinen Schiss, hä? Nicht so wie ich. Also, das ist eigentlich das Aquädukt, das da rauskommt. Und dann, guckt euch das an, hey, dann der Wind bläst ein bisschen rüber. Ja, und dann geht's da rein. Ah, gewaltig, Herr. Und ich habe vergessen, worauf ich stehe. In der Felsspalte. Es hat da noch Treppen. Tja, also. Könnt ihr da mal gucken. Die sind sehr eng. Das hätte man besser machen können. Für mich reicht's. Aber ja.
So bald haben wir es geschafft. Hey. Strom und Laternen. Hey. Wow. Nochmal ein Blick zurück. Das erwartet euch. Also, wir gehen jetzt weiter. Sogar Blumen wachsen hier. Jetzt geht's da auf den alten Weg. So, das ist der alte Weg, der natürlich neu gemacht wurde. Gucken wir noch darüber. Gigantisch. Letzter Blick zurück. So, es ist windstill hier. Und jetzt geht es nur noch darüber. Das heißt, wir haben es überlebt. Wie glaube alle bis jetzt. Außer früher wurde geklettert und da gab es immer mal wieder einen Absturz. Mehrere Tote, ich habe vor der Tafel gelesen, mindestens 4 waren es. Die kamen da irgendwie durch den Eisenbahntunnel und dann haben sie gleich angefangen mit Klettern. Da sieht man den Klettersteig von früher. Da sind die hoch. Das ist schon extrem. Da kann man sich fast nicht halten. Sind wir eingesperrt. Ein Käfig. Das ist wegen Steinschlag, ist ja klar. Da sind die Kletterer durchs Tunnel gekommen und dann ging es gleich los. So, da noch Steinschlagschutz. Und wir haben es geschafft. Ich habe einen Bärenhunger jetzt. Wow. Und die Jungs sind da durchgeklettert. Oder nochmal in den Tunnel rein. Wir haben es so gut wie geschafft. Es fängt jetzt an zu regnen. Eine ganz alte Gruppe, die ist noch hinter uns gewesen. Die hat da noch ein Weilchen. He? So, jetzt geht es da nur noch zurück. Und wir haben den Camper direkt am Ausgang. Perfekt. So, jetzt sind wir unten auf Seeniveau und es regnet jetzt. Nicht allzu fest, aber Regen ist wichtig. Vielleicht nicht gerade dann, wenn ich draußen bin. Da oben gibt es noch eine Kirche. An den unmöglichsten Orten bauen die Kirchen. Warum auch immer. So geschafft, mein Camper am Ausgang, hier gibt man den Helm ab und da kann man übrigens nicht rein, es geht nur von einer Seite rein. Man muss also von der anderen Seite, von der Nordseite. Also ich muss sagen, hat sich gelohnt, es war hammergeil, es ist auch nicht so teuer, ihr könnt euch online anmelden, im Internet, ihr findet schon. Und da einen Termin buchen, man muss dann nämlich die Zeiten angeben, damit nicht Tausende in der gleichen Stunde darüber laufen, haben sie das so gemacht. Ja, und ja, es lohnt sich, wenn ihr da irgendwo in der Nähe seid, da hinzufahren und das zu genießen. Okay, schön wart ihr dabei, wie immer Daumen hoch und bis zum nächsten Mal. Tschüss!